Ich bin die Lieselene und wohne in Luckenbach und bin hier in Mischenbach bei den Allegros und auch bei den Happy Voices die Chorleiterin. Der Chor besteht aus Sängerinnen und Sängern und einige sind hier aus Mischenbach selbst und von der Altersstruktur her singen hier von jung bis alt. An der Wand hängen dann die Urkunden, die wir schon beim Meisterchor singen, beim Regionalleistung singen und auch vorher bei der ersten Stufe dem Kreisleistung singen bekommen haben. Ist vor allen Dingen ein Chor, der bereit ist, auch ein bisschen was Klassisches mal zu singen. Was wir bräuchten, wären noch neue Sänger. Ne? Der Chor ist zwar immer noch an die 30 Leute stark, aber 40 wären besser, weil das sind ja doch noch Leute, die alle im Berufsleben sind. Und die sind mal in Urlaub, die sind mal krank und auch mal sonst nicht abkömmlich und sind logischerweise nicht immer alle da. Und dann sitzt man in der Regel so mit 24, 25 Leuten. Und das wäre natürlich schöner, wenn man bei der Probe immer über 30 wäre. Ne? Ich singe sehr gerne und habe einen Chor gesucht, der vielfältige Lieder singt. Nicht nur einen Kirchenchor, sondern halt ein breiteres Repertoire. Das Singen, das befreit mich und das ist totale Erholung für mich. Wenn man dann abends hier hingeht und singt, macht auch in gewisser Weise glücklich. Für mich ist Singen eine Passion, schon von Kind auf gewesen. Und hier im Chor finde ich gut, dass wir total gemischtes Publikum sind, wirklich von jung bis alt und wir uns trotzdem alle total gut verstehen und total viel Spaß miteinander haben. Die Gemeinschaft ist sehr gut, man fühlt sich direkt wohl. Das ist eine super Truppe. Wir machen meistens hier in Mischenbach in der Halle ein Konzert und da sind so 200 bis 300 Zuschauer schon da. Dann ist das Publikum manchmal schon sehr unterschiedlich. Es kommt auch darauf an, was man anbietet. Man sollte schon nach Möglichkeit sich so einrichten, dass man auch dann dabei ist. Wir wollen vollzählig sein und das ist eine gewisse Verpflichtung, ja. Man übt ja mit und zählt jede Stimme. Ja, Punkt 1, du solltest schon ein bisschen Spaß am Singen haben. Punkt 2, du solltest natürlich auch ein bisschen musikalisch sein und den Ton, der gefordert ist, treffen. Sonst hat es natürlich nicht so viel Zweck. Ansonsten sind absolut keine Vorgaben von unserer Seite gemacht. Wer interessiert ist, geht auf unsere Homepage, da findet er alles. Da findet er die Telefonnummer vom Vorsitzenden oder von der Chorleiterin. Und da findet er auch unsere Kontaktadressen, E-Mail-Adressen etc. Das ist sehr problemlos. Und sonst ganz einfach mittwochsabends 20 Uhr in der Chorprobe erscheinen und da wird jeder herzlichst aufgenommen. Also ich selber find's ganz cool, eigentlich in so einer gemischten Gruppe zu singen. Ich war ganz am Anfang die allererste Jüngere hier und habe mich eigentlich immer ganz gut auch mit den anderen verstanden. Ich würde sagen, dass man es mal probieren sollte, weil es wirklich Spaß macht. Ich finde, es sind schon ein paar coole Leute dabei. Zum Tanze, da geht ein Mädel, zum Tanze, da geht ein Mädel.